So, grüße euch. Für die, die im Nachgang im Livestream gucken, liebe Grüße aus dem Kölner Offices. Wir haben viel getestet. Livestreams, was ist denn das hier? Dein Junges Live, anmelden. Bin mal gespannt, wer reinhüpft. Dauert ja immer so ein bisschen hier bei YouTube. Heute ein bisschen nachhorchen. Wie geht's euch? Mal eben hier noch anmelden. Ich hoffe, es geht euch gut. Hi, moin. Mal bei dem Überblick der Ferien hier geschaut. Zack. So, da kommen wir rein. Hello, 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 hello. Was geht? Was geht bei euch? Ich habe festgestellt, es sind noch gar nicht überall Ferien. Also sind manche doch tatsächlich noch fleißig am Mathe lernen. Hallöchen, spielst du noch Tennis? Natürlich, hier in Köln. Direkt um die Ecke vom Stadion, im Club Rot-Weiß. Was ist denn los? Vielleicht sieht man sich mal in Köln. Bist du Gymnasiallehrer? Nein. Internetlehrer kann man mich vielleicht nennen. Obwohl, es gibt ja mittlerweile auch Hefte, die ja in dem Sinne vor Ort. Ansonsten toure ich rum, wenn ich Vorträge halte an Schulen, an Unis. Daniel.io. Ich könnte es mal hier einwerfen. Danieljung.io, da könnt ihr drauf schauen, was ich so alles mache. Was wir hier so machen, ich bin hier in den Kölner Offices, Team ist nebenan, Mediaproduktion, Plattform betreiben, mattefragen.de. Was wird heute gemacht? Q&A. Wir machen gerade wieder Körperberechnungen. Okay, was für ein LK im Tennis? Ich war mal LK3, aber das ist... Also jetzt spiele ich nur noch aus Spaß an der Freude. Also wenn ihr mich mal in Köln im Club seht, ja. Ansonsten bin ich auch öfters dort mal dann laufen. Gerade bei einer Mathevorlesung. Was denn für eine Mathevorlesung? Das würde mich interessieren. Mathevorlesung. Wo, welche Uni und welches Thema? Und ein großes Danke, mit Mitte 30 ein neues Studium angefangen und jahrelang nichts mit Mathe gemacht, ohne dich wären ein paar Fächer nicht möglich gewesen. Danke an dieser Stelle. Mega gut. Wir sind auch gerade dran. Toi, toi, toi. Daumen drücken, dass eine Studie beginnt. Nachhaltigkeit, neurowissenschaftlich begleitet. Effekte von Lernvideos, additiver Einsatz. Was bringt es? Wo kann man optimieren? Wie kann man es verheiraten mit speziellen Fragen, um in den Wissenstransfer zu gehen, um noch mehr besser zum Verständnis zu kommen? Hast du Mathe studiert? Ich habe Mathe und Sport studiert. Heute letzte Mathearbeit geschrieben. Check, wirklich die letzte Mathearbeit, was machst du denn dann jetzt, wie geht's weiter, was geht, jetzt kommt nichts mehr, hakt der Livestream, ist die Frage. Hast du schon mal mit der Philips-Uni in Marburg zu tun? Nein, hatte ich noch nicht, ich würde gerne die Uni-Tour eigentlich ein bisschen größer aufziehen. Ich war jetzt an der TU Dresden, das ist immer so gerade so ein bisschen abhängig davon, wie wir planen können, was wir vor Ort machen können. Wir hatten dort eine Aktion mit Ausrüstung für einen Fachbereich, Thema hybrides Lernen. So, wenn man das verpacken kann, würde ich gerne noch mehr Unis besuchen. Ich war bisher Aachen, Dresden, Wien, Berlin, München, würde aber gerne überall natürlich wieder hin. Servus, dann kannst du in 30 Sekunden Base erklären, Satz von Base. Ich würde sagen, du brauchst das Visuelle mit dazu, denn wenn es um das Thema bedingter Wahrscheinlichkeit geht, also dass unter der Bedingung etwas eintritt, dass es dann um eine Unverknüpfung geht und dass du dann durch die Kombination, das Addieren auf eine komplette Wahrscheinlichkeit kommst und das Bayes dann herausgefunden hat, dass wenn ich das inverse Baumdiagramm aufzeichne, dass dann gewisse Sachen gleich sind, dadurch dann eine Gleichung herauskommt, die du umstellen kannst und da auch die bedingte Wahrscheinlichkeit bestimmen kannst. Da hilft ihr nur das Wording nichts, da brauchst du schon das Visuelle, deshalb ratet mal, die Playlist ist natürlich da. Danke Daniel, du hast mich auf den Weg der Mathematik gebracht. Ich bin jetzt sogar nebenbei Nachhilfelehrer Mathematik. Let's Rock Mathe, sehr, sehr gut. Herzlich willkommen auf mathefragen.de, gerne auch da mal reinhüpfen. Oder dich gerne auch mal unter danieljung.io, ich habe es gepostet, mal melden, ob du mal bei uns in die Slack-Gruppe mit reinkommst, einfach mal zum Austausch. Ich hoffe, du nutzt auch die Hefte. Von daher, coolio. Habe einen Tag vor meiner mündlichen Prüfung dein Videos gelernt und habe 10 Punkte bekommen. Das scheint ja easy zu sein.
beziehungsweise gut gelernte Videos. Daniel, könntest du vielleicht auch mehr zur Uni-Mathematik rausbringen? Also zumindest ganz viel, hier ist gerade Mathematik 1 für Ingenieure, Wirtschaftswissenschaften, deskriptive Statistik sehe ich da hinten ganz viel, kombiniert mit den Videos. Hatte jetzt noch Videos rausgebracht, mehrdimensionale Analysis, Jacobi-Matrix, Hesse-Matrix, nochmal was zu partieller Ableitung wird jetzt kommen. Gibt es eine WhatsApp-Gruppe, Videos during Physik-Lesson? Hey, interessant. Also, du könntest schreiben unter danieljung.io an die Office, kriegt Christian aus dem Team und zieht dich irgendwo in den Austausch mit rein oder du gehst auf mathefragen.de, meldest dich an, kostenlos zum Austausch. Einfachst ist aber wahrscheinlich danieljung.io gerade und dann Kontaktformular, hey, ich würde gerne irgendwo mit rein. Dank Legende Daniel Jung, eine 2.0 in Mathe 1 im Studium geschafft. Sehr geil. Mit was für Mathe-Themen, ich gucke immer da rein, weil das ist ein bisschen größer in meinem Laptop. Themengebiete tust du dich selbst schwer? Ach du, jeder, weil es gibt einfach keinen, der die komplette Mathematik beherrschen kann. Ja, es geht so sehr in die Tiefe in verschiedensten Bereichen. Es gibt da die Landkarte der Mathematik. Ich glaube, das Video heißt auch Landscape of Mathematics. Da seht ihr mal das Ganze. Von daher könntest du jetzt jeder könnte 1000 Sachen sagen. Gute Kanäle für Jura speziell. Das wäre auch jetzt mal gut, ne? So eine, ich sag mal, YouTube, TikTok nur für Bildungsinhalte. Das wäre mal was Gebündeltes. Der Daniel lebt, wie es aussieht, das gute Leben, breit gebaut und braun gebrannt. Da, das ist, ja, wenn ihr wüsstet, was das für ein Akt ist, die Bildung zu gestalten. Du hast mir beim Studium geholfen. Danke dir von Herzen. Immer sehr gerne. So braun bin ich, weil ich meinen Neffen überrascht habe in seinem Urlaub, der 2 Wochen gedauert hat und ich ihn für 4 Tage spontan besucht habe. Hat sich mega gefreut, war mega fun, gutes Wetter und alles für den Neffen. Kannst du vielleicht auch mal zur UDE kommen, Campus Duisburg? Ich würde überall gerne hinkommen. Unitour Calling, also post das gerne hier unten drunter weiter. Uni, komm vorbei, komm vorbei. Sag mir ehrlich, wie viel drückst du auf der Bar? Ihr könnt auch bei Insta in die Stories gucken. Insta, danieljung.education, nee, Daniel Jung Education, so heißt sein Username, Daniel Jung Education. Ich hätte es Mathe bei Daniel Jung nennen müssen eigentlich, ne? Da ist in der Story, seht ihr ab und zu, wenn ich hier im Studio unterwegs bin. Ich mache viel Kettlebell-Training, 22er Gewichte und Lift Up, 12 Wiederholungen. Ansonsten Bankdrücken, was habe ich gestern gemacht? 10 Wiederholungen auf jeder Seite, 40 Stange, 90, 95 Kilo. Wann fängst du mit Insta an? Geht jetzt auf deine Jung Education, ist doch schon lange da. Achso, oder wann fängst du auf Insta mit? Vielleicht stand da auch, wann fängst du mit Insta an? Nee, tatsächlich, wann fängst du mit Insta an? Das gibt's ja gar nicht. Wisst ihr das denn nicht? Daniel Jung Education. Ich weiß der Name, das ist irgendwie Daniel Jung, das ist irgendwie weg. Was war dein Antrieb für den YouTube-Kanal, Daniel, für die, die noch keinen Vortrag hier im YouTube-Channel von mir gesehen haben oder kein Snippet? Ich habe damals selber YouTube entdeckt, fand das eine tolle Möglichkeit, Wissen zu transportieren. Es gab eigentlich nur 1,5 Stunden Vorlesungen verfilmterweise und ich habe mir überlegt, lieber so kleine Lerneinheiten zu teilen. Also so Learning Nuggets heißt das ja jetzt, glaube ich, heute. Lernhäppchen. So um im Lernfortschritt Lücken zu schließen und zum Verständnis zu kommen. Was sagst du zu deinem Namensbruder Thilo Jung? Ja, fantastischer Podcast-Host. Ne? Also ihr kennt ja vielleicht auch meinen Podcast. Ist ja ähnlich vom Setting her. Ich habe auch immer einen Gast. Ich probiere mein Bestes, dass es hoffentlich für euch interessante Talkpartner sind. Ich hatte gerade den Gast Aladin Elmar Falani, die Folge kommt demnächst, der war auch bei Tilo. Ich habe auch mit Aladin, ich glaube, fast 2 Stunden über das Thema Bildung begonnen, bei der Grundschule oder bei Kitas, bis hin zum Studium, was muss getan werden, wie kann man jetzt handeln, gesprochen, war mega. Beste Uni Deutschland.
keine Ahnung. Es gibt auch keine beste Uni der Welt, es gibt ein lebenslanges Lernen mit vielen Mini-Abschlüssen in Zukunft. Von daher kann man jetzt nicht sagen, das ist das Beste. Das ist ja auch von jedem selbst abhängig, wo geht es hin, wie ist die Neigung in Richtung, was möchte man machen. Also mein Studienkollege, mein Studium ist jetzt abgeschlossen, dank ihm war Mathe kein großes Problem, wirklich danke sehr. Glückwunsch, Coolio. Hello, hello. Also manche Fragen sind tatsächlich... Also, mit ihren Videos am Freitag 15 Punkte mündlich in Mathe. Merci. Grundsätzlich Meinung zu Menschen. Ihr könnt auf meinen Podcast gehen. Da hatte ich schon sehr viele Podcast-Gäste. Und ich versuche, möglichst vielen Menschen eine Bühne zu geben, kontrovers zu diskutieren. Mich interessiert immer der Ansatz Bildung, Ansichten, Erfahrungen. Aladin ist natürlich jetzt einer, der auch im Bereich Bildung forscht, wissenschaftlich. Bei meinem Interesse gilt eigentlich, das Bildungssystem jetzt für die Zukunft so auszurichten und mitzugestalten mit meinem Team, mit meinem Content, mit meinen Ideen, mit meinen Umsetzungen. Wir sitzen hier in unseren Kölner Studios, hier im mittleren Raum, ausgestattet mit, dass wir mal einfach mal testen, so wie kann man Livestreams machen. Ich gucke da auf meine klassische weiße Tafel, die auch digitalisiert wird durch eine Technologie. Dort sitze ich meistens alleine an einem Platz. Drüben ist noch ein Studio, wo Videos produziert werden, wo noch mehr Ausstattung ist, wo die Podcast-Ecke ist. Also so wie ich mir auch eine Ausrüstung in Schule vorstelle, ja, dass man hier eigentlich überall switchen kann. Vorne ist es ein bisschen launchiger. So, Lehrkräfte sind herzlich eingeladen, um hier mal, keine Ahnung, eine Vor-Ort-Aktion zu machen. Also gerne melden unter www.lu.io. Warum nicht in Düsseldorf? Warum nicht in Berlin oder München? Hat sich so ergeben. Jetzt sind wir ganz zufrieden hier in Bahnhofsnähe. Ja, coole Offices mit Fokus auf Education. Gibt es hier auch ein mathematisches Thema, wo dann müssen wir ihre Grenzen kommen? Die gibt es für jeden. Ja? Du kannst jeden fragen. The landscape of mathematics ist so riesig, da kommt man nicht überall rein. Das ist immer so, was machst du regelmäßig, wo hast du lange nichts gemacht? Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, da würde ich mich nicht reinfuchsen wollen. Kommst du zu Uni Stuttgart? Ich komme gerne an alle Unis. Nur das muss irgendwie, das muss irgendwie geplant sein. Mathe mündlich war so schlimm, trotzdem rasiert. Ja, cool. Oh, cooler Chat heute. Die Bots bleiben heute irgendwie aus. Jetzt sage ich Bot, vielleicht kommen sie jetzt. Welches Thema ist deine Achillesferse? Zu gutmütig zu sein, das merkt man gerade im Ausbau von Firmenstrukturen. Zu viel Leine zu geben. Deine Kamera wackelt, mir wird... Oh, sorry. Ja, ich habe es hier auf so einer... Okay. Ganz ruhig, Daniel. Nicht mehr den Tisch berühren. Letzte Tipps fürs mündliche Abi. Mathe-Vokabel erkannt, Gefahr gebannt. Alle Mathe-Vokabeln reinziehen. Aufgaben mit Lösungen durchrechnen. Ohne die Lösung vorher zu sehen, dann mit Lösung. Lernpartner suchen, erklären. Denn durchs Vormachen, durchs Reden darüber, durchs Erklären hat man den höchsten Lerneffekt. Das Neue von... Nee, habe ich nicht gehört. Ist Mathe 2 im Studium deutlich schwerer als Mathe 1? Das ist subjektiv. Wofür? Wo bist du? Bist du Informatiker? Bist du Ingenieur? Was willst du werden? Das ganze Abitur geholfen, danke dir immer gerne. Typischer Workday, wann stehst du auf, was gibt es zu essen? Ah gut, Essen, Thema, ich würde mir erstmal aus Food und Trainingstipps raushalten. Ich mache viel Sport, ich bin viel unterwegs, heute war ich um 7 Uhr hier, 7.50 Uhr war der erste Termin, viele Gespräche im Team, viele Einzelgespräche, Video produziert. Aber ich glaube, ich müsste mal eine ganze Woche begleiten. Ist auf jeden Fall super interessant, weil es ja so,
so ein Mix ist aus Mathe, Videoproduktion, was ist mit den Mathematik-Lernheften, was ist mit dem Mathe-Merch von mir, was ist mit der Mathe-Plattform mathefragen.de, dann geht es Richtung Bildungsbrand, was ist mit meinem Podcast, da nehme ich zur Bildung ein, mit meinen Brandpartnern, und zwar nicht dieses Swipe-Up, wie soll ich es nennen, kurzfristig Zeug, sondern wie kann man die Bildung gestalten, wie kann ich durch Kooperationspartner es ermöglichen, dass ich an Schulen komme, an Unis komme, durchtoure, was habe ich eh noch vor Richtung Plattform, vielleicht intelligenter Videoplayer, Spoiler-Alarm, bist du gerade in deiner Schule, also ich bin in meinen Offices hier in Köln, in Bahnhofsnähe, die gerne für Lehrkräfte geöffnet sind, kommt vorbei. Meinst du, deine Hefte für höhere Mathematik reichen für die RWTH Aachen? Du, welches Buch reicht schon? Du kannst jetzt auch ein Papula für Ingenieursmathe dir holen oder wie sie alle heißen. Am Ende des Tages musst du dich noch austauschen, musst du Mathe aktiv betreiben. Tausch dich gerne auf der Plattform aus, mathefragen.de for free mit anderen. Da sind auch Studentinnen und Studenten, die helfen. Also das alleine, dieses eine wird nie reichen, ne? Das Video, die Videosequenz, nur die Hefte, nur der Austausch, der Mix wird es machen. Bei dem einen ist es mehr Selbstrechnen, Aufgaben und Lösungen, der eine braucht mehr Austausch, der eine braucht mehr Heft, aber es sollte eigentlich genug drin sein, additiv zum gesamten Lernökosystem. Schreib in 2 Wochen Statistik, hast du Videos zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, natürlich Startseite runterscrollen, Stochastik, dort findest du alles. Habe gehört, okay, wohnst du in Köln? Ja, das auch. Beruflich hier. Wir haben auch noch Offices in meiner Heimatstadt Remscheid, auch voll ausgestattet mit Fokus auf Education. Ich wäre auch gerne in Remscheid geblieben, aber schwierig. Jetzt gute Remscheid. Naja, in Köln ist es ein bisschen einfacher auch zum Thema Recruiting. So, ich gucke auf die Uhr, ich muss weiter. Viel zu wenig Livestreams gemacht, ne? Sorry about that. Ich glaube heute, also nochmal auch zur Info hier im Hauptchannel Mathe bei deiner Jugend, trotzdem nutze ich hier den Channel, um die Podcast-Talks mit Fokus Bildung zu teilen und auch sonst, wenn ich vielleicht meinen Vortrag dann eben halte und den verfilmt habe oder mein Talk mit der Bundesministerin für Bildung, ich glaube, der kommt heute, falls es von Interesse ist. Ich habe die Bundesministerin für Bildung, Frau Stark-Watzinger, auch eingeladen in meinen Podcast, um einfach mal zu gucken, wie können wir jetzt schnell umsetzen, wie können wir den Lehrkräften mehr Freiraum geben, weil am Ende des Tages die Lehrkräfte mit ihrem Content, mit ihrer Zeit, auch digitalerweise, helfenderweise, ich glaube, ein Stück zur Bildungsgerechtigkeit beitragen können. Genau. In diesem Sinne, bis demnächst.